sind wir da. Komm, wir ballern einfach hoch. So. Hallöchen, Shaolin. Hallo. Hallo, ihr anderen. Ja, hallo. Wow. Die Ratte ist mega gesprächig. Sie sagt fiep. Also, wir haben gedacht, wir sind mal ein bisschen schlau und wollten vor dem Stream mal alles verkaufen, weil das für euch so ein bisschen langweilig ist. Allerdings komme ich jetzt zu den Jungs nicht mehr zurück. So einfach. Deswegen müssen die drei jetzt da den Volo mal alleine retten. Ich glaube, das haben sie schon gemacht. Yes, Sir. Und ja, müssen wir mal gucken, was die jetzt machen, die Jungs da. Mal also meine Fingerfertigkeit ist ziemlich gut, weil ich habe einen Gefängnisschlüssel gehabt. Sehr Glückwunsch. Also wir können jetzt eigentlich wieder nach unten zurücklaufen. Im besten Fall dann auf Alex treffen. Ja klar. Lauf vor, ich lauf dir nach. Wollt ihr jetzt aus dem Goblin-Lager da rauslaufen oder was? Wir sind fertig, ja, dachte ich. Unsere Mission schickt uns jetzt nur noch nach unten. So, ich kann mal hier die Wegpunkte wegmachen. Also die Mission schickt uns jetzt, ja, rette die Druiden, halt sie, suche im Goblin-Lager. Ja, rette die Druiden, genau, das habe ich auch. So, ja, na, wir sollten nur hier Volo-Dingsen. Ah, okay. Retten, und der ist jetzt uns ins Lager. Ah, hier vorne sind Gegner, ja. Shit. Alter, du bist reingerannt, ja. Ja, habe ich nicht gesehen. Der stand da oben in der Ecke. Ne, sind drei. Gut, dann sprinte ich erstmal nach vorne. Ich sprinte. Hä, bin ich noch so geschwächt, dass ich keine Zauber... Ach ne, ich bin noch nicht dran. Daran liegt es. Kann meine Zauber ja erst aussuchen, wenn David den Zug beendet. Die Ecke. Blöd gemacht. Gut, dann schieße ich mal. Ihr seid im Kampf, oder was? Jo. Ja. Erstmal drei Goblins klatschen. Okay, kann mich gar nicht mehr bewegen, okay. Achso, ich weiß ja nicht, ob die mich jetzt hier angreifen, die... Aber jetzt zum Beispiel würde ich jetzt... Ich würde jetzt hier diesen Kampfrausch nicht machen in dem Fall. Nee. Okay. Aber so, Leute, wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, schreibt gerne bei Schachschaulin oder bei mir in den Chat. Also außer das mit meinem Greenscreen, jetzt sehe ich selber. Hey, warum kann ich denn nicht zaubern? Kann sein, dass du gerade überrascht bist, weil auf einmal die Gegner da waren. Na, oder du dazu gekommen bist. Yep, nee, wegen meinen Stiefeln. Na, weil du schwere oder mittlere Stiefel an hast. Okay, steht aber. Ach doch, da mittlere Rüstung. Mhm. Scheiße, die greifen mich an. Na, sonst schnapp ich mir mal die Stiefel, die bei dir sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich hab hier draußen jetzt 6 Gegner, an denen wir vorbeigelaufen sind. Achso, jetzt da kann ich es erst dran ziehen, oder? Wo hat dann die jetzt hingeschmissen? Ne, der hat dann mal hier. Ansonsten, du kannst auch immer Rechtsklick machen und dann ausrüsten. Oder Doppelklick geht auch. So, okay. Jetzt müsste alles eigentlich gehen, oder? Alter, ich gehe gleich sowas von drauf. Nee, Peiler, du hast keine Aktion mehr. Aber ich habe doch noch gar nichts gemacht, außer ein Stück zu laufen. Ich kann es dir leider nicht sagen. Okay, na dann laufe ich wieder ein kleines mit zurück. Bitte ausweichen. Ah, geil, kann wieder schützen das Flackern. Okay. Wick das. Okay. So, ich töte erstmal den Vierer hier. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Jo, perfekto. Soll ich dann erstmal den im Hintergrund töten und Yuzen kümmert sich um den vor ihm, oder? Ja, perfekt, so machen wir es. Weil der vor mir hat 15, der da hinten hat nur 7. Vielleicht kannst du den wegkillern. Ja, guck mal, was ich am besten mache. Dann greife ich schon mal meinen Peter vor mir an hier. Einfach mit Feuer versuchen. Mal gucken, hat er irgendeine Untersuchen? Nee, hat er nicht. Ja, komm, machen wir mal den Blitz, oder? Nur drei. Naja, egal. Ich hab ihn wenigstens im Blitz gefangen. Das zieht ihm ja nächste Runde auch wieder was ab, ne? Jusen, kannst du noch angreifen? Ja, ja. Ich dachte, ich hab wenigstens mal, wo ich ein bisschen mehr als 14 Schaden mache. Aber gut, ich greife erstmal den Peter hier an und gucken, was kommt. 10. Und eine Blutung hatte. Perfekt. Jetzt hat er noch einen und Blutung müsste ihn wegkillern eigentlich. Gut. Ah, shit, ich hab aber alles gut. Aber er hat dich doch nicht getroffen. Alles schicki. Alles gut, ist nie passiert. Ist nie passiert.
Ob ich David angreifen kann, Dustin? Also Friendly Fire ist an. Ja, treffen können wir uns gegenseitig. Und ich kann ihn sogar bewusst angreifen, ja, wenn ich möchte. Alter, Leute, da hinten sind ja noch mehr, sehe ich gerade. Nummer 2. Naja, oben. Wer jetzt aus? Ich kann David? Ja, du bist doch ein Arsch. Dustin sagt, ich soll dich platt machen, David. Das war doch nicht zu entscheiden. Kann du musst Dustin mal wieder den Popo versohlen. Wenn er das möchte. Alter, soll ich den Bogentypen angreifen oder machst du's? Ja, ich kann den auch angreifen, klar. Da kannst du ja schon mal oben gucken, aber mach ich einen einfachen Pfeil. Aber warte mal, geh mal ein Stück dichter ran. Er muss mindestens 4 abziehen am besten. Okay. 3. Sehr schön. David versteckt sich hinter der Tür. Ja. Typischer David. Was mich nicht, ich kann mich nicht treffen. Dann mach ich Peter jetzt Platz. So. Ah, Fehlschlag. Sehr gut. Hast nicht getroffen. Ich frag mich bloß, wann. Alter, ich mach hier gerade die 6 Typen alleine platt hier draußen. Bist du auch ein King, Dicker. Ah, die ist nicht mal tot, die ist nur bewusstlos, ne? Nee, die ist tot. Nee, die ist bewusstlos, Jesen. Ja, Jesen, du tötest doch keine, du machst die immer bewusstlos. Ah, nee, hier mit diesen Knaufstark, stimmt. Ja, yeah, aber die sind dauerhaft, also ist egal, dann lieber auf den anderen noch oder irgendwas anderes. Ja, ich laufe mal jetzt weiter geradeaus, oder? Wir müssen ja auch wieder hoch. Ja. Ach, da ist die Leiter, okay, ich muss zur Leiter, okay. Ja, kommt noch ein neuer, ist hier noch ein neuer? Ich wollte mich auf der anderen Seite ist auch noch einer oben. Fehlschlag. Mhm. Bitte Fehlschlag, ja, bitte Fehlschlag. Jesen, solange du 8. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, jetzt werde ich mich erstmal kurz heilen. 6. Hm. Ja, mein Problem ist, laufe ich da jetzt rein oder nicht? Ich muss hochlaufen auf jeden Fall. Nicht, dass ich von hier unten was treffe. Ne, den treffe ich auf jeden Fall nicht. Ein 10er Crit, nice. Gut, soll ich trotzdem hochgehen oder? Ja, klar, kannst du trotzdem machen. Oh, was ist denn hier hinten? Oh, ein Drachen-Ei-Pilz. Interessant. Entschuldigung, mal. Weil von hier aus treffen wir überhaupt keinen, war David? Nein, leider nicht. Die sind beide hinter der Säule verschwunden. Dann loot ich schon mal den einen Dude hier. Und den anderen. Oh, ist verschlossen. Weil sie noch bewusstlos ist oder weil ich nicht rankomme? Ich komme nicht ran. Nicht genug Bewegung. Na gut, dann kann ich eigentlich nichts weitermachen, ne. Du willst die Gegner bezürzen mit deiner Laute? Kann ja bloß sagen, bei Asterix und Obelix hing das ganz schön schief mit so einem Teil, ne? Mein Lieber. Jesen, kannst du noch einen Trank trinken? Echt? Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Ah, Mann. Der Maus ging die Tastatur. Eigentlich der dritte, den Jusen gekillt hat. Hier waren noch 3 vorhin, oder? Oder ist der eine hochgeklettert? Ne, der eine ist noch bewusstlos. Ach so. Nee, alle die. Ah, Fisch. Der liegt da noch. Ich hab den in der Blutlache hier unten ja nie gesehen. Das war so viel Blut. So, das ist jetzt voll die harte Frage. Weil Jusen ist auf der Seite. Den hat er fast platt gemacht. Der andere ist da hinten. Wie kommt man denn zu dem da hinten hin? Gibt's da überhaupt eine Leiter auf der linken Seite, Leute? Oder bin ich blind? Ach doch, hier. Ja, gibt's auch. Da habe ich diesen Torbo. Immer Jans frech und die. Okay, 12. Was knallen wir den denn um Latz? Jolene, du lebst noch? Ja. Alle Dudes soweit. Alle check. Sehr gut. Alter, jetzt hat er 6 Schaden gemacht, der Penner. Ja, es guckt, dass das Viech da unten festhängt. Kritischer Treffer. Sehr gut. Oh, ich klopp mich hier mit denen, aber ich krieg die platt, also.
sollte kein Problem werden. Bis jetzt. Meinen Ball kann ich auch noch nehmen, ne? Weiß, hab ich. Smash ihn. Ich hab ihn da eingekeilt. Den Ding ist eine fette Truhe, sehe ich gerade. Ja. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu mir. Mal gucken. Eigentlich kommt er gar nicht vorbei. Theoretisch. Eigentlich nicht. Ja, Mann. Hat sich wieder verletzt. Läuft er wie am Schnürchen. Gut, der eine ist jetzt Death. Der andere perfekt. Auch. Perfekter. Ey, überrollt mich jetzt die Feuerkugel? Ach so, ja, die musst du kurz selber steuern oder auflösen. Oh, okay. Oh, die musst du selber, fuck. Die musst du selber steuern. Du musst unten, ja, wie denn, David? Du musst unten links auf die Feuerkugel-Symbol gehen und lauf nicht weg, sonst rennst du dir hinterher. Ich hab das Ding noch nicht benutzt, Mann. Ja doch, du hast es beschworen. Ich hab einen kritischen Treffer von 29 gemacht gerade. Das ist geil. Ich glaube, mein Rekord war bei 26 oder so. Kann ich die hiermit auflösen? Rechte Seite, da wo deine Items im Order ist. Am Junge. Oh ne, ist da unten. Out of sight, out of mind. Alter Verwalter, da habe ich jetzt so zwei von meinen komischen Dings-Aktionen verballert. Das war nicht so gut. Ich habe auch aufgepasst, dass ich die wichtigen Sachen erstmal nicht mache. Ach so, Alex, du musst auch mal beim Verkaufen gucken. Wir haben irgendwie 300 Lagervorräte minus gemacht. Wir waren vorhin über 1040 kostet eine Rast. Ja, ich weiß, weil ich meine Vorräte in meine Truhe gepackt hat. Weil die auch schwer sind, die Scheiße. Ja, okay, hast recht. Ich hab's nicht verkauft, Digga. Nee, hier die Reissäcke und sowas. Ich brauch zwei Eichengebeute. So, ich hab hier draußen die sechs Typen alle tot. Sehr gut. Wir müssen ja eigentlich durchs große Tor, oder? Ja, warte kurz. Die Tür da oben hattest du genommen, wa? Ja. Bei mir oben, ja. Das sind alles gelootet da oben, was bei dir ist. Ja, warte, hier ist noch eine Leiche, die will ich auch nochmal. Bogen und Gold, okay. Nice. Oh, was ist denn hier? Kerze, okay. Gut, ich komm zu euch. Das Skelett habe ich jetzt nicht gefunden, kann gut sein. Die Axt braucht Jusen bestimmt nicht, da hat er doch bestimmt schon mal besser. Was denn jetzt? Scheiße. Wir sind direkt im Kampf. Scheiße! Oh nein. Wo seid ihr denn? Gehen wir durch die Tür, Pfeiler. Ach, ihr seid schon durchgegangen. Oh kacke, Alex, wo bist du denn? Na, immer noch draußen. Guck mal, Alex, jetzt siehst du uns auf der Karte, Alex. Ja. Ach du Heiliger. Ja, hier ist eine ganze Menge los. Ich bin auf dem Weg. Aber die greifen uns dann... Ach doch! Scheiße! Soll ich mal in die Tröte blasen? Oh ja! Hast du die überhaupt noch? Kommst du da durch? Also jetzt, okay. Wir fangen hier nicht an, uns alle schlecht zu machen, ja? Alter. Nee, weil du, letztens wolltest du ja weggeben, deswegen. Ja, ich wollte sie einem von euch geben, aber naja. Aber probier's mal aus, wenn du kannst, denn ja. Aber erstmal ist David dran, ne? Aber die sind alle ziemlich schwach, so wie es aussieht. Also die könnten wir mit einem Schlag alle töten. Bis auf den Wache hier, Gurgon. Ja, der ist direkt hinter mir. Soll ich da schon mal raufgehen denn? Ja, genau, du klopfst dich mal mit dem Dicken, ne? Ich kann von hier hinten kommen und quasi anfangen, hier hinten alles wegzuschnetzeln. Aber jetzt mache ich auf jeden Fall Kampfraum, Alter. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ja, besser ist das. Soll ich am Anfang des Fights nochmal speichern jetzt? Alter. Oder? Ne, jetzt direkt im Fight? Ich weiß halt nicht, wann das letzte. Obwohl das letzte Mal speichern war ja auch nur die. Obwohl, da muss Alex wieder die 6 Kämpfe machen. Ja, das ist kein Problem. Okay, na gut, dann machen wir's. Und der ohne Speichern, let's go! Die Wache da ist angetrunken, vielleicht habt ihr da einen Vorteil. Ich sag, wir werden es nicht überleben. Ich mag deinen Optimismus, Pyrrhus. Der Dicker, da sind. Wenn du beendet hast, ist der Große dran und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann komm ich erst, dann kommen noch zwei, also ich bin auf jeden Fall gleich tot. Na, gucken wir erstmal. So, okay. Erstmal macht David jetzt den Zug, dann macht jeder das Bestmöglichste erstmal und dann gucken wir. Ich kann quasi einen
einen Zaubertrick auf dich machen, dass du nicht angegriffen werden kannst. Vergoldest du aber damit einen Zug, wo du hättest Schaden machen können. Ist eine Bonusaktion. Ich kann nur eine normale Aktion machen. Ja, na, dann ist das super. Aber dann darfst du halt danach sofort vielleicht nicht sofort, also darfst du nicht sofort angreifen, weil sobald du angreifst, geht der Zauber weg, aber der hält auch 10 Runden. Dann kannst du dich aber erstmal in Sicherheit bringen. Ja. Ja, aber ich weiß doch nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Ist egal, ob ich vorne, links, rechts laufe, ich laufe so oder so einen Gegner rein. Ja, aber dann kannst du schon mal deinen ganzen Stuff spawnen. Also hier in so eine Krabbe oder irgendwas anderes, wenn du nicht angegriffen wirst. Aber Feuerball und so ein Dreck. Nee, dann geht das ja wieder weg. Nee, nur wenn du angreifst. Wenn du deine Verbündeten spawnst da, dann ist doch erstmal in Ordnung. Genau. Ist ja keine Aktion, sondern nur Angriff. Also nur wenn du Schaden quasi machst. Also wenn du das Viech angreifst oder du den Feuerball spawnst. Obwohl, so, wenn also heilen könntest spawnst, du auch, wenn du Bock hast. Aber niemanden damit Schaden zufügst, sollte das eigentlich auch gehen. Ist und doch heilen. Egal. Und heilen kannst du auch theoretisch. Na egal, ist es nicht. Bin mir schon ein bisschen ist ja die Frage, jetzt. Ob ich den Zauber jetzt auf dich machen soll, weil wenn du danach sofort angreifst, dann, weißt du? Nee, okay. Falls er will das nicht, dann mach was anderes, David. Ja, ich würde mich erstmal in ein Tier verwandeln, weil nämlich mit dem... Finde ist doch ganz geil, mit oder? Mit dem einen Tier habe ich 23 Leben halt. Ah, okay. So, und weißt du, wenn dann das Tier tot ist quasi, dann habe ich immer noch meine richtige Form. Ja, ja, dann mach das ruhig. So, ich kann jetzt natürlich leider nicht angreifen. Aber bewegen kannst du dich ein bisschen, oder? Na, bewegst du die anderen sind, dann nicht in meiner Range. Ja, okay. Aber ich kann Licht machen. Hättest mir auch rein können, aber gut. Weil ist okay. Fehlschlag. Was machst du? Okay, schützendes Flackern. Fehlschlag, du Opfer! Cool. Aber ja, Jusen, stimmt, hast recht, ich hätte dich vorher wirklich heilen können. Ich wusste nicht, dass du so wenig Leben hast. Ah, jetzt kannst du dich bald heilen. Wir sind eh gleich alle tot. Dicker. Mann, was ist denn los, Peiler? Was soll denn das? Drei von denen laufen schon mal zu... Vielleicht ist es wirklich ganz gut, dass wir von beiden Seiten kommen. Na, Jusen, am besten erstmal die Kleinen weghauen. Ich dachte, ich gehe auf den Großen, habe ich gedacht. Ja, aber wenn du den Kleinen mit einem Schlag wegmachst, dann ist das schon mal ein Bogenschütze weniger, der uns auch Schaden machen kann. Aber ich könnte auch trotziges Light auf den Riesen machen und dann ist er erstmal im Nachteil bei Angriffswürfen. Ist das diese Neko? Genau. Wow, meinetwegen. Dann können wir erstmal den Großen ein bisschen lahmlegen. Kannst du danach noch einen Angriff machen? Ich glaube nicht. Na, dann setz mal ein und guck, was passiert. Nee, ich kann nicht mehr angreifen. Heilen kann ich mir auch nicht mehr, scheiße. Total, da ist ihn. Kannst du einen Trank nehmen? Nee. Nee, Heilen, ich kann gar nichts machen. Dann. Okay. Goodie. Achso, du hast aber auch dein Dings gemacht, ja, stimmt. Ja, ja. Verwünscht. Pylorus! Let's go! Ich hab das Ding zwar gar nicht benutzt, aber cool. Ja, yeah, geil! Siehst du, wir sterben nicht beide Russ. Okay, ja, merke. Okay. Du musst bloß im Inventar einmal draufklicken, dann macht das Auto. Aber musst du die erst lenken oder sind die random? Pilot ist ja noch dran. Ja, die sind ja später dran. Ah, ich sehe schon. Oh, Pilot hat das Spiel verlassen. Oh. Cool. Abgeschmiert. Ja. Ey, ich muss mir nächstes Mal, wenn ich mit Pilar bin, nicht mal seinen Rechner anschauen. Kann ja nicht sein. Ja. Okay, wollen wir jetzt weiterkämpfen, oder? Geht doch nicht. Pilar ist dran und der ist gerade rausgeflogen. Er müsste seinen Zug beenden. Ich könnte theoretisch Pilar spielen. Ah, cool. Okay. Dann spiel Pilar. So. Guck dir an, was er machen kann. Nicht viel. Kann er mich heilen? Vielleicht? Also ich kann gucken. Fallschaden, Immun, Giftresistenz. Ich hab dir auch Heiltränke in dein Inventar gepackt, Jusen, ne? Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich hatte kein Dings mehr frei. Ja, ich hab's ja neu gesagt. Zwei habe ich im Inventar. Kann eigentlich nur springen.
Ich kann ja hier in die Ecke springen, wenn er lieber wegspringt, nicht, dass gleich eine Flächenattacke auf uns kommt. Also es werden außenrum keine roten Pfeile angezeigt. Könnte theoretisch in die Ecke springen. Ah, probier's. Ah, nice. Und stehe ich hier. Kann ich noch ein Stück laufen? So. Steht er da in Sicherheit. Zermalmt den Sack. Hier, wo rennt der jetzt hin? Na, zu mir. Achso. Ja, okay, die greifen von alleine an. Nice. Alter! Der hat den da kaputt gemacht, okay, nice. Ich hoffe, die schmeißen nicht so ein Ding jetzt rüber zu uns, auf den fetten. Na, der spottet erstmal um ihn rum. Ja, nice, olle Funk, Alter. Und jetzt Schock dran. Go, Schock! Alter, Schock ist gut unterwegs. Ah, cool, die greifen auch die an. Das ist nice. Oh, ja, David ist dran. Alumpia erleuchtet ist aber auch heftig, Alter. 67 Lebenspunkte. So, also ich kann dem 22 Schaden machen oder ich kann den umhauen, dass er auf dem Rücken liegt. Wen jetzt? Den Fetten oder was? Ja, mit dem Fetten 16 Schaden und er liegt eventuell oder ich mache 22 Schaden. Leg ihn mal hin, vielleicht kann ich den wirklich schnell mit einer heftigen Angriff gut wegkillern. Also hinlegen. Okay. Na, okay. Fehlschlag, schade. Cool. Weil, der, ja. Aber, Der andere ist gestorben. Ah, nice. Macht anscheinend vielleicht einen Schaden. Ja, nice. Ich glaub, greift alle Gegner im Weg an, ja, okay. Ja, nice. Oh, okay. Aber ich glaube, mir hast du nichts abgezogen. Nö. Der ist aber nicht, der ist aber nicht gestorben, der hat noch 6 Lebenspunkte, der liegt nur. Ah, den okay, könnte er usen, könnte usen dann töten quasi. So, aber ich kann auch nicht mehr machen. Hä? Genau bei dir. Vor dir. Ja, der tut was, tot bei mir. Nein, der liegt dieser doch nur. Dieser Spurenleser. Du stehst genau drauf, ja. Kriegerin genau. Suhl. Ach so, das, auf also drauf. Okay, Kamera drehen, okay. Einfach oben anklicken, Kriegerin Suhl. Dann greife ich den jetzt an, ja? Der ist. Ja, tot. Jetzt kannst du gucken, dass du noch irgendwas mit dem Großen machst, oder du hast noch Pfeil im Bogen und schießt auf den Spurenleser. Ah, so kann ich es auch lehnen. Auf den Spurenleser? Na, wenn Pfeil im Bogen... Auf Kricker, nicht, oder was? Nicht Kricker. Hinlaufen, nicht hinlaufen. Ja, aber Kricker, oder was? Wenn du Pfeil im Bogen hast, dann schießt auf den. Okay. Ich habe keine Aktion mehr frei. Ach komm schon. Leider bist du so weit weg. Kritischer Fehlschlag, alles cool. Nee, ja, hat er gemacht. Ja. Ach so, ich dachte der Gegner war, sorry. Trotziges Teil ist vorbei, fuck. Oh, was ist geht ab? Okay. Schützen das Flackern. Benommen, 6. Nice. Na, kommt doch alle her, ja. Ja, Alex, du bist leider zu weit weg und ich. Ja, ja, alle Dude. Ich komm schon klar, kümmert euch nicht um mich. Okay, Doki. Jetzt musst du nochmal Heiler spielen, Dicker. Vielleicht kannst du mich nochmal heilen. Heiler hat kein Heilen, Junge. Heiler hat kein Heiler, okay. Außerdem, dir fehlen noch. Hä, du hast mehr Leben als Heiler. Oh, genauso viel Leben. Ja, klar, aber ich stehe auch direkt vor einem fetten Vieh. Heiler ist eher nicht so. Also, ist es eine Aktion? Hat der irgendwas, was Bonusaktion macht? Nee, nur Tränke. Bin wieder da. Nur mal schnell Licht angemacht, ja. Ja, verdammt am Düster draußen. Frage, hau ich den. Der Große wird wahrscheinlich weiter auf dich gehen, dann versuche ich einfach den Kleinen wegzuhauen. Ja, genau. Aber nicht hinlaufen. Doch. Doch. Ich weiß nicht. Hinlaufen wäre vielleicht ungünstig. Ja. Jetzt, so. Schön abgeschmiert. Jo, haben wir gemerkt. Ja. Richtig geil, wo ich jetzt mein Handy nicht schmissen? Ach. Nur noch 3. Der Typ hat nur noch 3. Jo. Und David und Pyla leben noch mit fast vollem Leben. Und die Nahkämpfer, also Yusen und ich, sind ein bisschen unifragt. Ist doch völlig in Ordnung. Ja, wir leben. Nice, Alter. So.
Geil! Nice. Ja, nice. Die töten auch gut hier. Und ich hab jetzt hier noch... Mann, Alter, warum heilt der den denn immer, ey? Was ist denn los mit ihm? Ja, ich glaube, wir müssen... Nein, ihr braucht mir nicht helfen. Okay, dann helfen wir dir halt nicht. Kümmert euch um die da vorne bei euch da. Na, viel ist es nicht mehr. Obwohl, der Fett hat noch echt viel Energie. Naja, deswegen. Kümmert euch um den lieber. Ach man, der hat keine metallische Waffe, den... Okay. Aber ist der Humanoid? Nein, der ist auch kein Humanoid. Den Hexenmeister so könntest du vielleicht auch töten. Ja. Da rechts. Mit 13 Leben plus 5. Da steht der Dicke gerade daneben. Ah! Ja. Da dahinter, ja, dann schieße ich eher auf den. Kann ich weglaufen eigentlich? Ja, der ist tot, oder? Ich nehme jetzt mal DirectX 11 anstatt Vulcan. Vielleicht stürzt er dann nicht ab. Ah, da sind sogar noch zwei, ein Einser und ein... Ah, dann... Gucken, ob ich gleich wieder bei euch im Kampf lande. Jo, müsstest du ja eigentlich. Eigentlich, ja. Nice. Alter, du hast ja richtig... Sehr gut. Hast ja alles kaputt gemacht, geil. Leider kaputt. Kannst du Yuzen noch heilen? Das wär nett. Obwohl, Yuzen braucht, glaube ich, noch gar keine Heilung. Nee, ich kann also nicht 12 Punkte fehlen mir bis zur kompletten Heilung, wenn jetzt alle auf mich gehen. Dann geht doch aber nicht alle auf dich. Magst du? Brauchst mich nicht unbedingt heilen, stimmt schon. Wäre nett, aber muss nicht. Spiel beitreten. Nee, ich würde halt in die nächste Runde warten, da kann ich dich halt mehr heilen. Weißt du? Okay. Ja. So, heute ist Spring wieder an. Flupp, die Wupp. Dann sollt ihr jetzt alles wieder laufen, meine Lieben. Tippitoppi. Tippitoppi. Jo, bin nur wieder da. Bitte top. So, mit O. Ah, okay. Dann gucken wir mal weiter. Wie gesagt, die drei habe ich jetzt eigentlich nicht mit Absicht gerufen. Aber war wohl doch ganz gut, wa? War eine verdammt gute Sache, ja. Ja. Ich muss erst warten. Und gucken, was ihr so macht. Was jetzt? Bist du jetzt schon im Spiel drin, richtig? Ja, ich stehe hier da hinten am Tor. Ich kann was machen, wenn ich denn irgendwann dran bin nach allen anderen. Die Viecher, die wir beschwört haben, die greifen von alleine an oder können wir die steuern? Nee, die greifen von alleine an. Oh, okay. Und ziemlich gut sogar. Ja. Okay. Oh. 7, Alter. Aber 7, das geht noch. Ja. Oh wow. Du hast die Konzentration verloren, Dicker. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wer bin ich, wo bin ich? Seid ihr. Gut, Pyderus. Die mittreffen, das sollte ich vielleicht nicht machen. Dann kill ich erstmal den Dreier, der hinter dir steht, wa? Ja, den Dreier da vielleicht, ja. Diesen Krieger, oder wie der heißt. Wenn du das schaffst, wäre super. Das ist halt die Frage. Geht lieber auf Nummer sicher und machen ein bisschen stärkere Attacke. Ach was, nee, mal eine einfache Attacke. Na, ist ja eine einfache, der Feuer. Feuer kannst du. Ja, okay. Ja, nice. Oh, er brennt nur noch. Jetzt traut mich bloß nicht zu laufen, weil ich dann Angst habe, dass mir der Dicke die Keule um die Ohren schwingt. Ich bleib mal hier stehen, wa? So. Ja, mach das stehen. Achso, oder kannst du irgendwas denn beschwören? Ne, konntest du jetzt auch nicht mehr machen. Ne, nach der Aktion nicht mehr. Fehlschlag, geil. Oh, trotzdem 3, komisch. Der wirft immer irgendwas Heftiges. Geiler Typ. Auch so krasse Säure. Ja, eine Kotzetüte oder was war das? So ein Säurepfeil war das. Yes. Ja, könnt ihr auch mal zu mir laufen, der Dicke, Alter. Ich hab hier mit rein zu kämpfen. Ich wollte auch keine. Aber ich glaube, die rennen zu dem, der es gerufen hat. Und das ist in dem Fall Pyler. Ich habe ja gesagt, ihr braucht mir nicht helfen, aber der Dicke könnte mir schon helfen. Ach, okay. Nö, du hast gesagt nö, dann kriegst du nö. Hä? Warum ist das Bild eigentlich hier nicht da? Klusen, warum bist du denn jetzt weggelaufen? Quatsch hier die ganze Zeit, aber...
Wartet mal. Daran liegt es, weil ich von Vulkan auf DirectX 11 gegangen bin. Jetzt seht ihr auch alle. Sorry, Leute. Sorry. Habe ich vergessen. Bringt das vielleicht das irgendwie ins Blut eintauchen, Neva? Denn zu Pandos. Wen soll ich denn jetzt unterstützen eigentlich? Was wird der Shaolin tun? Mit drei Gegnern. Okay. Er macht erstmal alle auf 4 runter anscheinend. Und dann wird er weiter gucken. Nein! Der überlebt. Oh, scheiße. Mann, warum überleben die dann immer mit einem, Alter? Und gleich heilt er wieder, oder, der Wichser? Mal gucken. Weiß nicht, soll ich Jusen erstmal beim Dicken helfen, oder soll ich... Ja, helf Jusen beim Dicken. Na, oder du gehst lieber zu nach Alex vorne, runter. Nein, vorne links nein. Den Hexenmeister platt machen. Ja, oder den, genau. Verhalten. Genau, den nach. Okay. Was muss die Frage, greift mich der Dicke an, wenn ich in die Richtung runterlaufe? Nee. Nee, also, der hört uns zu uns, oder? Nee, der andere meint er den Gegner, wenn er jetzt da vorbeilaufen will an mir. Ja, wenn er dich ganz dicht hier hinten hältst, dann wahrscheinlich nicht. Ja, ich versuch mal mein Glück, ich komm bis auf die Treppen. Aber Lump der Erleuchteten gehört zu uns, Frank und... Ja, genau. Job. Jetzt sieht er ja, Lump, da wo die gelben Kreise drunter sind, jetzt sind unsere. Genau. Die Frage, hat er denn irgendwelche... Wie die lila den Kreise töten? David ist lila. Du bist lila. Ne, ich bin blau in dem Fall. Ne, bei mir hellblau. Ist lila im Kreis. Ach, du bist der Einzige mit hellblau denn wahrscheinlich. Ja, bei mir schon. Damit erwische ich den anderen. Damit erwische ich ihn auch. Was versuche ich damit? Nice. Das war ja schon mal nicht schlecht. Wenn du angetrunken bist, ist deine Stärke um 2 erhöht. Mhm. Deswegen kannst du Wein und sowas benutzen. Aber ich glaube, die Zielsicherheit ist ja nicht mehr ganz gegeben, oder? Scheiße, ja, wir machen Jusen einfach so betrunken, dass der jeden one-shottet. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht treffe, bringt auch die größte Kraft nichts. Spoten? Ah, cool, er kommt zu mir runter, das nice. Geht doch. Da kriegst du doch deine Hilfe. Ich hab gesehen, dass du hart auf die Fresse kriegst. Ja. Da kommt bloß Nebis ran. Ja, aber ist ja schon mal wenigstens in der Nähe. Ist ja schon mal gut. Ja, ich bin gegen die halt nicht im Vorteil. Da mache ich halt keinen Schaden. Der hat nur noch einen. Der Alter, hat er nicht gemacht. Sechs. Jawohl, einer ist tot. Bam. Cool. Siehst du, komm, ist Schock da, Alter. Gewinnst du den Bums. Gewinnen sehe ich noch nicht, aber ja. Noch zu nah dran. Okay. Ah, stimmt. Schock ist erst noch Peil da drin. Was siehst du, überleben wir doch locker hier die Kacke. Ja, ich glaube, ohne die Viecher hätten wir das nicht geschafft. Nee, das nicht, aber war doch gut. Oh. Stimmt, wir haben uns erst das Geld gespart, wir haben die ja überzeugt, dass sie uns helfen wollen. Jo. Schade. Ja, aber Essen müssen wir denen geben. Hier ist ja genug zu essen, sollen sie alles fressen. Wir Leichen fressen. Fressen Menschen, das andere bleibt für uns. Gib's ihm! Ah, hau ihn weg. Jawoll, ja. Gut. So wollen wir das sehen. Jawoll, und er haut auf den Dicken ein, das ist auch nicht schlecht. So, und der andere kommt jetzt zu mir hier runter noch. Hauen weg. Nice. Alter! Richtig weggekantet. Jawoll. So, jetzt bin ich gegen den im Vorteil, hoffe ich. Nee, nicht. Schade. Jawoll, Alter. Ja! Bei mir hast du beim zweiten Mal zugehauen und der ist einfach weggeploppt. Flug weg, Mara. Hammer. So. Der vor mir ist lieb. Bist du nur der Dicke, oder? Alex, du brauchst keine
Ich brauche keine Hilfe mehr hier. Ich kann nur laufen. Stücke. Man kann den Dicken gleich angreifen, aber geiler wäre eigentlich, wenn Yuzu ein Stück weg wäre, aber man muss hier wieder einen kleinen Angriff machen. Rettungswurf gelungen, Alter. So ein Bastard. Einfach gekontert meine Attacke. Ja. Der Dicke darf nochmal. Hättest du dich noch umdrehen sollen, David. Achso, ja. Darfst du nicht vergessen, von hinten tut doppel weh. Mach Doppelauer. Damit treffe ich Yuzu, Naja, und Feuerfeier oder nicht? Kann er nicht auch anfangen zu brennen, wenn es Feuerfeier macht? Eigentlich schon. Ist aber Eis in dem Fall. Hier, Alter. Weißt du, vorhin macht er 14 Schaden und jetzt nur 4. Was denn da los? Ja, der hat ja nur so einen Scheiß geworfen, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lauf, mein großer Lauf. Jetzt wird noch irgendeine Kacke. Schade. Ja, ist gespotet, kann er ja nicht. Warte, ich glaube, ich kann ihn fertig machen. Mach. Kritischer Treffer. Ja, krass. 23, ja. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt kam. Wurdest du gerade geheilt, Pfeiler? Nee. Pfeiler, Quatsch mit denen. Die quatschen ja, mit ihr. Nein, also fällt dir nicht vielleicht was. Ich bin 100, wir sind fertig, mach es gut. Ich bezahle großartig nach dem nächsten Kampf. Wir könnten natürlich für 1000 Gold später nochmal. Also wenn wir die, glaube ich, nochmal benutzen. Oh ja, gerne. Ich würde die schon gerne behalten, wenn es geht. Also das kann uns, glaube ich, wirklich mal den Arsch retten, Alter. Hm. Ja, aber ich kann sie jetzt mit 500 Gold bezahlen und beim nächsten Mal sind sie noch da, wenn ich das richtig verstehe. Oder halt täuschen machen und die erstmal vertrösten. Oh. Wir zahlen nächstes Mal 1000. Oh. Ja, dann täuschen, wenn es geht. Versuch du erstmal zu täuschen. Achso, aber. Ja, willst du vorher speichern, David? Geht nicht, ich bin in der Maske. Ja, geht auch nicht. Ja, also kannst du raus aus der Maske, aber ja. Gut. Ja. Versuch erstmal zu täuschen, ja. 10, komm. Ja, komm. Warte, Bonus. Sicher. Oh, wird bei mir gar nicht angezeigt. Bei mir gerade auch nicht, weil wir keine haben wahrscheinlich. Ja, 19, perfekt. Bei mir leckt's schon wieder übelst. Ah, warte, bin ich noch. Ist mein Stream noch an? Ja, ich streame auch noch bei Dings. Ah, zuschauen werden. Ganz ehrlich, ich finde, die haben auch die 1000 verdient, definitiv. Warum? Die arbeiten sehr gut. Backt denn jetzt mein OBS schon wieder rum, ja? Klar. Nice. Haut da rein, Freunde. Gut, Pyler, pack das Horn ganz weit weg, nicht dass du da mal aus Versehen draufklickst. Das kostet uns dann 1000 und ich glaube, dann sollten wir die 1000 auch haben. Sonst haben wir ein Problem. Ja, das könnte auch ganz schön nach hinten losgehen, ja. Ja, das müssen wir die mal angreifen. Wartet jetzt hier mal nach, oder was? Oh! Mich greifen die nächsten an. Soll ich jetzt erstmal speichern? Oh, da ist aber auch gleich ein Teleporter. Aua! Was ist jetzt so los? 15. Also, krieg gleich ordentlich die Fresse. Bist du in der Nähe bei uns oder bist du wieder weit weg? Immer noch weit weg. Was? Du siehst mich doch und sonst klick oben auf mein Bildsymbol. Ich hab Alex gesagt. Achso. Ja, Alex müsste weiter zu uns kommen, der ist ja mit drin, ja. Das ist ja die Frage, ob ich jetzt Alex erstmal hochheile. Aber wäre eigentlich besser, wenn du neben mir stehst. Ach, da drüben bist du. Ja, wo sind die denn? Die Gegner. Na hier rechts. In die Richtung, wo ich gucke. Da. Oh, ich hab grad hier die Leichen gelootet und auf einmal kamen die angeflitzt. Ah, ja, da, okay, ich seh's. Alle sind noch zwei, oder? Zwei. Ach, hier oben ist ja auch noch einer. Ja. So, jetzt sehe ich so. Ich versuche mal hier rüber zu laufen. Ah, shit, ist so weit weg. Okay, okay. Der hat Yuzu angegriffen hier. Der hat Pfeiler angegriffen. Warum bin ich denn hier hinten? Na, luft doch mal nach vorne, Yuzu. Oder kannst du noch nicht? Ich kann auch gar nichts machen.
Nee, David ist dran. Nein, oh, ich war fast in die Dings gelaufen. So, nee, von hinten kann ich leider keinen treffen. Ich würde gleich rüberspringen zu dir und dich dann heilen. Mhm. Ah nee, du bist danach nochmal dran. Ah, ich bin jetzt dran, ja. Ja, ich auch. Obwohl, solange du, glaube ich, an der Tour stehen bleibst, kann ich das nicht. Also ich würde erstmal spurten und erstmal mich in die Mitte des Feldes hier stellen. Ja, das war sowieso so, das war so. Okay. Wieso bin ich denn im das Nachteil? Das ist deine Bestimmung. Weil du, glaube ich, dazu kamst. Achso, ich kann nur bis hierher rennen. Ist das nicht weit genug? Ja, aber ich kann jetzt nicht viel machen. Leider. Außer ich könnte, aber ganz ehrlich, Kampfrausch muss ich jetzt nicht machen bei den paar Gegnern hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber was ist das hier? Heiligtum! Könnt nicht zum Ziel. Ah, Heiligtum ist das, damit jemand nicht zum Gegner wird, okay. Genau, aber dann darfst du auch nicht angreifen. Auf, dass du nicht mit dem Rücken zum Gegner stehen bleibst. So. Oh, ich hab voll daneben geklickt. So eine Kacke. Süße getroffen? Nee. Schade. Du Hund. So, ich stehe jetzt neben dir. Ah, perfekto. Von hier oben treffe ich, versuch mal mein Glück. Ich komme die Leiter nicht hoch. Da ist keine Leiter. Die ist verbrannt. Rand. Dafür steht so ein Engineer. Naja. Achso, die ist verbrannt, als du raus warst aus dem Spiel. Deswegen siehst du das wahrscheinlich nicht. Nee, hast du nicht vorhin sogar diese Eisattacke gemacht, David? Da ist das alles da kaputt gegangen in der Ecke? Ja, yeah, da habe ich Pilar gespielt, also Pilar sein Charakter gespielt. Und er war zu dem Zeitpunkt halt nicht da und deswegen ist das, glaube ich, nicht aktualisiert bei ihm. Jetzt könnte ich auch mal einen dicken Flächenangriff machen. Jo, dann mach doch mal. Vielleicht killst du die beiden, ne? Oh, mal schauen. Danach kannst du ja noch ein Stück nach hinten kommen. Ja, nice. Auf jeden Fall gut getroffen. Den hinteren habe ich leider nicht getroffen. Ja, aber den vorderen hast du gut abgezogen. Ja. Oh, da oben ist ja noch einer. Das ist Adler. Dann wird da hinten liegen auch noch 3 und 10. Schön 3 in einer Reihe gewesen. Alter. Ritzischer Treffer, heftig. Hat aber nicht viel abgezogen. Ja, wegen deinem Arcane-Schild da. So. Wer wird das dann? All die du berühren kannst. Hast du den Helm auf? Ja. Nice. Aber geheilt hat er mich jetzt nicht. Ja. Der Träger hält zurück, wenn er jemanden anderen heilt. 1 bis 6. Unten, nein, heilende Worte. Schade. Naja, auf jeden Fall bist du wieder fast voll. Jo, ich renne da jetzt rein in den Kampf da vorne. Ich kann nichts mehr machen. Nicht mal heilt? Er hat mich doch gerade geheilt. Also nicht? Okay. Pilar hat schon wieder das Spiel verlassen, glaube ich. Vielleicht Pilar? Ja. Mhm. Ich kann nochmal testen. So, wir sind halt die Schnauze jetzt. So. Hast du mich doch geheilt? Hat er gemacht, hat er das. Alter. Ja, der Typ ist frech. Deswegen wurde er jetzt weggekillert. Weggekillert? Oh, hast du nicht getötet, ja. Oh, was ist das für ein Ring? Okay, ist auch nicht. Gut, dann renn ich mal weiter rein. Mach mal. Ins gute Geschehen. Moin, Freunde.
Okay, Pilot geschrieben, ist gleich wieder da. Wer singt denn hier, Alter? Wer singt hier, ne? Ich dachte gerade, oh, day, oh boy, irgendwie sowas gesagt. Schon wieder hörst. Hast du es nicht gehört? Nö. Okay. Ich hab schon wieder vergessen, deine Tabletten zu nehmen. Ich hab alle 10 genommen. Aha. Nicht getroffen, du Lump. Lauchinus. Lauchinus Consortius. Hex, Hex. Fick, Fick. Hex, Hex. Okay. Schön. So kann man's machen. Jusen, denk dran, wenn du dich jetzt bewegst, ne, hinter dir ist noch einer. Ja. Also, lass mich erstmal. Achso, naja, obwohl. So, jetzt mach was du willst. Nee, hau du mal den Vierer weg. Warte, den kann ich vielleicht auch weghauen. Achso, ja, genau. Okay, das ist sehr gut. Weil dann könntest du vielleicht den Siemer. Ja, sehr schön. Den Siemer hier? Ja, den Siemer. Kannst du an den Siemer ran? Müsste ich hinbekommen. Aber es war ein Fehlschlag. Schön. Ja, stolz bin ich nicht drauf. Ah, ich bin gegen den im Vorteil. No time for mercy. Bam, Junge! Geil! Ich kann auch ein bisschen weiterlaufen, aber... Kann ich auch. Aber ihr macht da eigentlich Bogen. Achso, du bist so hoch. Ja, weil hier oben stehen sie alle, Digga. Ha! Hat noch 4. Ben. So, ich kann noch ein Stück hier rüber. Ja... Ich kann leider nichts mehr machen. Ja, ist so in Ordnung. Hammer. Alter, hier oben ist noch ein Bojak Pidel hier. Ganz oben drauf. Hier sind. Alter, hier sind noch übelst viele. Wenn ihr euch hier mal umguckt. Na, diesen Pidel habe ich schon gesehen, ja. Vielleicht im besten Fall, wenn wir die hier oben besiegt haben, da hinten ist ein Portal, ein Siegel. Ja, wenn wir das aktivieren, können wir kurz wegteleportieren. Ja. Und uns heilen. Und vielleicht erstmal zum Händler, oder? Oder wollen wir die erstmal hier wegkellern? Nö, zum Händler müssen wir nicht. Alles schon weg, ja? Achso, Pylas dran. Oh, das habe ich nicht gesehen. Pylas dran, ja. Aber die kriegen wir hier nach und nach, kriegen wir die alle tot, also... Also ich habe schon mal 2579 Gold gesammelt, Alter. Krass. So viel Gold habe ich hier noch nie in dem Game gehabt. Digga, denk doch einfach mal ein bisschen nach. Habt ihr mir alles reingeballert oder was? Naja, logisch. Ach so, ich dachte, das habe ich dir gefunden. Ich dachte, du bunkerst das Geld. Nee, so war es eigentlich mal gesagt, dass du eigentlich das Geld bunkerst, weil du ja Händler bist. Okay, ja, gut, aber dass ich das nicht gemacht habe. Es ist aber schwer. Alex, du stehst noch da oben, war? Ja, ja, okay, jetzt sehe ich dich auch. Das hätte gerade fast ein bisschen Aua bei dir gemacht. Ich stehe auch hier oben, also mir hätte es auch Aura gemacht, denke ich. So, also, ist die Frage, soll ich den Dreier weghauen? Wo ist denn der andere? Der ist hier ganz oben. Unterbrochen, ne? Ich kann nur den Dreier da weghauen. Nee, ist auch unterbrochen. Oh. Hallo, Pfeiler. Nee, ist unterbrochen. Scheiße, du kannst nichts machen, Pfeiler. In der oben triffst du auch nicht. Können wir nochmal nach vorne laufen? Unterbrochen. Unterbrochen. Ah, shit. Ist hier noch irgendein anderer? Nee, wa? Nee. Nicht, wo du rankommst, ne. Okay, soll ich den wegkennen oder du? Ich kann's probieren. Dann probier erstmal du. Gegen den im Vorteil. Perfekto. Aber hier weiter hoch kann man nicht, oder? Hier ist aber noch einer. Doch, der Pidel, ja. Ja, der ist da oben. Aber ja, aber wie willst du da hochkommen? Na, rum, ja, du kannst hochspringen da bei euch. Guck mal da an der abgesägten Kante davor. Ah, springen, genau, stimmt. Man kann ja hier springen, ja. Ja, ja, wir müssen, weil wir sind noch im Kampf. Ja.
Cool. Oh, jetzt sind die anderen auch geweckt. Scheiße. Oh, fuck. Johnny, bitte komm. Der Weg ist unterbrochen, ich kann da nicht hoch. Soll ich ein bisschen beiseite gehen vielleicht? Zu hoch? Warum ist denn der zu hoch? Ich komm da nicht hoch, oh. Ich bin zu klein. Scheiße, okay. Das ist doof. Kann mich jemand werfen? Vielleicht, komm ich hier drüber? Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann auch nicht, aber ich mach mal einen Schuss, vielleicht ist er gut. Ich muss mich so in der nächsten Aktion muss ich mich vergrößern und dann komme ich da hoch. Ah, okay. Ich versuche so lange zu überleben. Wieder rein. Versuch Nummer 3. Also ich glaube, ich werde mal vielleicht Kampfrausch gleich anmachen, oder? Dann krieg ich Angst. No, kannst du machen, ja. Aber ich kann jetzt leider nichts mehr machen, deswegen muss ich jetzt zu beenden. Breathe quiet. Move with care. Ich hab mich mal versteckt. Oh fuck. Oh, Alter. Ja. Du solltest, glaube ich, da wieder runterkommen. Ja. Wir sollten uns hier erstmal irgendwie sammeln, hier hinten. Aber da unten bei dir sind wir auch vor auf dem Präsentierteller. Allgemein da unten, also ja. Wir müssen hoch. Ihr müsstet zu mir kommen ein bisschen. Ja. Ja, na, ich würde auch als nächstes rüberlaufen, wenn der da oben über die Brücke läuft. Ja, sorry. Aber den da oben müssen wir, glaube ich, töten. Das ist irgendwie so ein komischer Schamane. Naja, da müssen wir hin. Gucken, treffe ich den vielleicht von hier? Hat er irgendeine... Oh, ich kann gar nicht auswählen. Doch, jetzt. Er hat nichts an Resistenzen. Okay. Wie viel Leben hat er? 13. Klick am besten oben auf sein Bild. Oh, das ist einfacher, da hast du recht. Ja. Das wäre jetzt die Frage. Was mache ich denn? Ich meine, die anderen Gegner sind auch oben, ne? Ja. Aber da kommst du eher nicht so gut hin, glaube ich. Ja. Also musst du erstmal noch ein, zwei Züge laufen. Ich könnte bei Yusen oben einen Feuerball hinsetzen, aber... Das ist auch nicht weiß nicht, ob dir das hilft. Oh, doch, das würde mir schon helfen. Wenn du jetzt vor mir einen Feuerball hinsetzen könntest, wäre echt nice. Nee, nicht genügend Bewegung. Ich könnte nur hinter dir setzen, Yusen. Ich glaube, das bringt nicht viel, wenn ich ihn hinter dir setze. Nee, beweg dich erstmal irgendwie. Wär vielleicht nächste Runde wäre das besser. Vielleicht kannst du erstmal den Schamanen da oben irgendwie wegklatschen, weil der macht echt Aua. Oder kannst du dieses Eis festhalten? Die Dolche, nein, dieses Eis festhalten wäre ganz cool irgendwie. Das ja, aber ob er einfriert oder ausrutscht, Jusen, das ist immer eine Sache des Glücks, ne? Also, ja, du hältst ihn noch mit so einem Strahl fest, dachte ich. Aber der hat nee, der Blitzstrahl hält ihn nicht fest. Ja, der hat doch nur 13 Leben, wenn Peiler hat doch krasse Zauber da. Na, ich könnte jetzt den Dolch machen, 4 bis 16, oder ich mache nochmal die Feuerpfeile, 6 bis 36. Mal die Feuerpfeile, oder? Ja, lieber die Feuerpfeile. Die Feuerpfeile, ja. Segender Strahl heißt das Ding, ja. Oh. Achso, du kannst den Strahl danach, glaube ich, noch bewegen. Irgendwas war damit. Na, ich kann dreimal ein Ziel aussuchen damit. Naja, dann nimm den da vorne den Schaman und wenn er nicht als erstes Mal down ist, nimmst du ein zweites Mal, sonst nimmst du auf der anderen Seite noch einen. Aber Leute, ich glaube, ich werde echt wahrscheinlich sterben in diesem Angriff. Seid doch mal nicht immer so pessimistisch mit dem Sterben. Nee, das Ding ist, ich habe wirklich nur noch 9 und vor mir sind 3 Gegner. Ja, die sind doch aber alle nach David dran. David ist da auch noch dran, Digga. Guck doch auf die Initiative oben. Der kann dich doch noch heilen. Kann er? Kann er. Will er? Ja, naja. Ich weiß nicht, ob er will. Manchmal ist er zickig, deswegen. Ihr immer mit eurem Sterben. Ja. Treffe ich ihn damit? Damit könnte ich ihn treffen. Ja, okay, versuchen wir es. Geht nicht anders. Oder? Warte mal, die Feuerkugel doch hier hoch. Doch, ich könnte hinter ihnen direkt die Feuerkugel droppen, hinter denen. Dann mach ich das. Ja, dann kannst du danach sogar noch rüberrollen. Hä? Warum ist der jetzt weggerannt? Der ist weggepackt. Der ist weg. Hä? Hat er sich teleportiert? Nee. Nein, der ist weggerannt. Der ist hinter mir langgelaufen und dann war er weg in dem Gestein. Der ist auch nicht mehr oben in der Liste. Komisch. Ja, okay. Krass. Okay, ja, wir haben einen. Alter, kannst du die Kugel noch bewegen? Ja, ein Stück. Dann tust. Nice. Perfekto. Okay. War doch gut. Keine Ahnung, wo der gerade hingeflüchtet ist, der Typ, aber gut. Oh, da sind auch nochmal zwei, okay. Ja, die kommen jetzt auch noch. Okay, viel stark.
Ah, die Kugel hat einen Fehlschlag getankt, das ist doch gut. Alter Falter. Boah, das ist auch gar nicht so schwach, hat er immerhin 20 Leben, das Ding. So, David, jetzt überlegst du, was du machst, oder was? Ich komme in Usen nicht ran. Ja, du kannst dich da noch bewegen, oder nicht? Ja, ja, nein, dann muss ich erstmal. So, mich jetzt. Kommst du jetzt an Usen ran? Nee. Musst du vielleicht noch ein Stück an mir und Alex vorbeigehen, wo das Grüne ist? Vielleicht hast du denn eine Achse, wo du Usen triffst, wenn du da dich bei dem Stuhl ungefähr hinstellst. Naja, so weit kann ich aber nicht mehr laufen, das ist Maximum. Springen kannst du auch nicht mehr wahrscheinlich. Kann ich da auch heilen, aber. Dich kann ich, aber usen geht nicht. Nee, dann. Nee, du brauchst mich nicht heilen. Heil mich noch nicht. Nee, ich könnte, aber. Nee, aber. Also, wenn du usen nicht heilen kannst, kannst du vielleicht schon hochspringen? Nee, ich hab. Oder was du machen könntest, mach doch diesen Zauber auf mich, dass die Gegner mich nicht erstmal angreifen. Ja, dann greifen wir aber Pyla und David unten an, weil ich bin versteckt. Ja, da müssen sie erstmal hinkommen. Das ist ja auch erstmal Spoten. Das kriegen sie auch nicht so hin. Und Fernkampf sehen die jetzt nicht so aus. Ja, stimmt. Müssen, also ein Bogenschützen, aber die müssen erstmal nach vorne laufen. Ja, obwohl, warte, Bonus. Ja, dann greifen sie vielleicht die Feuerkugel an. Oder so, genau. Dann ist es ja erstmal egal. Aber wenn ich erstmal safe bin, wächst du für eine Runde wieder recht. Aus der Sichtweite. Achso, okay. Ja. Na dann, vielleicht greifen sie so oder so die Feuerkugel an. Zielpunkt nicht erreichbar. Ne, ich komme leider nicht zu dir, Jusen. Na, dann ist es so. Egal, was ich mache. Ja, weil ich auf der anderen Ebene bin, okay. Guti. Ja, ich kann die da auch hinten. Dann nimm du vielleicht erstmal einen Heiltrank, David, weil du hast auch nur noch 15 Leben. Dann verschwendest du wenigstens deinen Zug nicht, wenn du dich schon mal heilst. Ich habe ja ein paar gekauft. Pyla, du hast auch 4 Heiltränke im Inventar. Ja, kann man mir. Kannst du mir auch nochmal ein paar Heiltränke geben? Ich hab dir welche gegeben, du hast auch 4. Ich hab hier keine bei mir. Du musst sie auch da reinziehen, Jusen. Dicker, du brauchst die da nicht reinziehen, mir werden sie automatisch da angezeigt. Ich hab sie nicht im Inventar. Wieso hast du dann keine Heiltränke mehr im Inventar? Keine Ahnung, Dicker. Hast du alle benutzt, oder was? Ich hatte, wie gesagt, wie du vorhin schon gesagt, wo du schon mal das erste Mal gesagt hast, hab ich gesagt, ich hab nur 2. Naja, also hast du 2 schon benutzt, ja. Ja. Genau, die 2 jetzt in diesem Kampf, ja. Jetzt hast du noch einen. So. Ich kann echt nicht nach oben zaubern, also das geht nicht. Hast du 4? Jetzt habe ich 4, ja. Boah, dann müssen wir hier auch alle noch abrennen und die ganzen Leichen plündern, die wir gerade. Ja, aber da, wie gesagt, einfach alt gedrückt halten und dann macht der Charakter schon, der läuft da schon hin. Ja, oh, flammende Kugel wird angegriffen. Perfekt. Perfekt. Just a fucker, ein Fehlschlag, schade. Alter, Usen ist gleich down. Jupp. Na, David kann dich jetzt in der Runde nicht mehr heilen. Warum ist er nicht immer noch zu hoch? Ich bin doch jetzt schon groß. Du hast zu wenig Stärke, um da hochzuspringen. Ach, das ist doch Quatsch. Echt Quatsch. Hier hinten ist auch noch eine Kiste. Jetzt leckt es schon wieder, ey. Was ist denn heute mit OBS los? Hatte das ein Update oder so? Oh, bei mir ist ein OBS alles gut. Bei mir schmiert der Rechner halt bloß ab. Und ich glaube nicht, dass das an OBS liegt. Weil ich Kampfrausch gemacht habe, habe ich keinen anderen Zug mehr. Ziehen Sie in Betracht, Ihre Videoeinstellungen zu verringern oder die Codierungs-Dings zu verschnellern? Hä? Das ist so eine scheiß Internetverbindung gerade. Ist über LAN-Kabel eigentlich, aber. Kannst du mich jetzt heilen, David? Ich bin relativ über dir. Wenn beim Router nicht alles ankommt, dann kann das ja auch vom Kabel her nicht zum Rechner kommen. Aber ich meinte, könntest du es denn? Ich weiß nicht, kannst du nicht auswählen. Komm ich denn hier sonst irgendwie hoch? Ich habe noch ein HP auf jeden Fall.
Nee, hinten ist zwar noch eine Leiter, aber das geht nur hinten zur Natur. Ja. Und ansonsten. Also du hast auch nicht sowas wie heilen, oder, Jolin? Ich kann dich nicht heilen, nein. Da sind Ranken, da komme ich hoch. Ich komm. Ich müsste dich immer komplett da hinten runterlaufen. Very well. Bin ich zwar jetzt eine Weile aus dem Kampf raus, aber wenigstens komme ich dann da hoch. Mann, was ist denn hier mit der Kamera? Alter Falter. Alter, kritischer Treffer. Hier droppt immer meine Kamera nicht richtig hoch und runter und backt sich fest. Das ist doch voll scheiße. Achso, ja, das hatte ich auch. Hier geht jetzt einfach, nicht hoch. Kannst du auch einfach O machen. Rausscrollen. So. Du bist dran. Mhm. Okay, das ist nur ein passives Merkmal. Also ich kann mit dem Ding immer bloß angreifen. Okay, nice. Also versuch dich noch ein bisschen näher zu stellen, weil du machst um dich herum Schaden. Also so leicht um dich herum Schaden. Aber jetzt brennst du nicht mehr, wie ich sehe. Jetzt bist du einfach nur so ein Steinball, der heiß ist. Na, nicht rausrollen. Na, ich wollte mich ja bloß mittiger positionieren. Naja, aber wie gesagt, wenn du neben ihm stehst, macht er am Ende des Zugs nochmal Schaden, der Ball. Sogar 2 bis 12 Schaden. Könnte er sterben. Voll die Frage, ob ich zu Yuzen hochgesprungen komme oder nicht. Kannst du so weit hochspringen? Also, es wird mir zwar angezeigt, aber zu hoch, zu hoch. Ja. Ja, ich komme ja ohne hoch, Yuzen. Yuzen ist okay. Der Einzige, der da hochspringen kann. Ja, da kann ich überhaupt nicht weitermachen. Kannst du vielleicht da oben noch eine Krabbe beschwören oder so? Nee, wie drauf sieht nicht. Ist ja mein tierischer Begleiter überhaupt hin? Der ist hier gar nicht mehr drin, ne? Ah, okay. Kann ich auch noch einen zweiten Feuerball machen? Nein, das geht nicht, wa? Ich nicht. Probier's aus. Oder der andere verschwindet denn? Keine Ahnung. Sonst würde ich mich versuchen, hier hinten hinzustellen, neben den Stuhl. Vielleicht treffe ich den ja hinter dir. Probier's. Hat er noch? Boah, der ist ja noch voll. Kritischer Treffer, krass. Oh, so ist. Sehr gut. Für ist meine Kugel jetzt aber weg. Ja. Schade. Yep. Da, trefft mich doch alle. Gut, David. Kannst du es mal probieren, mich jetzt zu heilen? Ich bin ziemlich nah oben an der Wand. Also das Problem ist, ich kann dich nicht anfassen. Weißt du? Du bist aber nicht in meiner Anfassnähe. Ach, scheiße. Beziehungsweise ich kann dich nicht mal mit meinem Dings heilen. Hä? Aber den Zauber kannst du auf mich machen, oder? Vielleicht? Dass ja, ich nicht angegriffen werde, weil ich habe nur eine HP. So ist die Frage. Möchtest du 4 bis 7 oder 5 bis 11? Was? Ach, 5 bis nicht. 11 oder nicht? Na, außer er kann danach runterspringen zu mir, dann kann ich ihn halt noch krasser nochmal heilen. Er muss halt erstmal überleben. Ja, ich brauche erstmal ein paar HP. Perfekt. Damit kann man doch erstmal arbeiten.
Nee, ich komme ja an die hier in echt nicht ran. Kein Ziel. Ja, vielleicht aber kannst du jetzt nochmal diesen Flammenball machen, Neva? Nee, habe ich nicht bei, aber den wechsle ich nachher um gerne. Kannst du vielleicht da zu Pyler gehen und den da noch angreifen? Pyler konnte ja den von da unten auch sehen. Ja, 50%. Was ist da? Immerhin. Ja, siehst du. Nice. Lärm gelegt, okay. Der hat schon ordentlich was drin, aber... Ja, Bewegungsrate um 50% verringert. P-Schlag. Zum Glück daneben. Springt nochmal, okay. Okay. Der brennt noch, der Hund. Oh Mann. Oh, natürlich alle auf Jusen, Alter. Na ja klar, er steht ja oben. Ich brauche noch eine Weile, bis ich da bin. Gut, einen könnte ich wegkillern. Da ist die Frage, ob du nicht lieber vielleicht runterspringst. Oh, wir sind nur noch vier. Die sind alle unter 10, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, aber wir können sie ja da oben nicht richtig angreifen. Darum geht's ja. Obwohl, wenn sie jetzt hier vorne stehen, können wir sie vielleicht mit Fernkampf. Ja, zurückgehen kannst du auch nicht. Naja, nee, dann greift ihr. Aber wir haben nur maximal 50% Trefferquote, wenn du halt unter einem Gegner stehst, David. Also besser als 50. Naja, aber wenn er runterspringt, wird er eventuell gehittet. Das kann passieren, ja. Aber wenn er jetzt einen rausnimmt, dann nimm mal den anderen raus, mit dem Pyler noch nicht verbunden ist. Also den Achter quasi, versuch den mal zu töten. Oder du hast diesen Flächenattacke. Nee, die habe ich mit dem Schwert gar nicht. Diese Rundum-Attacke. Mach den Achter weg. Probier's. Nice. Sehr gut. Ich gehe ein bisschen zu den Bogenschützen, würde ich sagen. Oder soll ich die hier, oder soll ich hier bleiben und die anlocken? Wenn der nicht Kante weg ist, treffen wir die nicht. Ja, also genau. Ich hier. Ich gehe. Achso, nee, ich kann ja nicht. Ja, bleib erstmal hier. Genau. Wie gesagt, wenn ich bewegen willst, immer gucken, ob da so ein roter Strich ist. Weil selbst wenn du bei den Bogenschützen aus dem Radius rausgehst, hinten. Also wenn ich jetzt zurückgehe, eigentlich nicht, weil der Typ ja vor mir benommen ist. Oder lahmgelegt. Hast du also einen roten Strich ein bisschen, da oder nicht? Nein, das ist ein weißer Strich, ganz normal, als wenn ich normal laufen würde. Ja, der ist noch zwei Runden gelähmt, Jusen. Deswegen, ich könnte jetzt noch ein bisschen nach rechts gehen, wenn es euch hilft. Okay, mehr wenn bei den Bogenschützen auch nichts ist, dann kannst du theoretisch gehen, ja. So. Dann mal umdrehen. Entweder Strong links drücken, ja, dann dreht strong. Er sich automatisch. Nein, oder du nimmst Pfeil zum Beispiel, wie siehst du, machst Restig, dann guckst du trotzdem hin. Geht auch. Aber Strong einmal kurz drücken, ist der einfachste Weg. Jusen, kannst du jetzt noch was machen? Nee. Ich könnte schlecht Musik spielen. Dann mach das und hör auf. Nein, ist okay, ich mach. Jetzt kommen schon welche von hinten, David. Nein, ja. Das ist der von oben. Der ist da runtergeportet. Ach so. Naja, aber der kommt jetzt von hinten. Ja. Ist ja nicht nein. Aber das ist gut, weil ich kann von oben, bin ich den im Vorteil, mache ich kritischen Schaden gegen den. Ja, und du kannst die bei den Bogenschützen von da hinten wegholen. Ja, das war der Plan. Ach so. Brauche ich nochmal den Feuerpfeil. Ja, wenn du Glück hast, 10. Ach, Alter, ein Hexenfall macht da eigentlich nur ein bisschen Schaden. Dann bleibe ich hier trotzdem einfach stehen. Was anlaut, bringt mir das ja nicht. Ein Trank? Nö, nehme ich noch nicht. Warte, der Stand der Blitz kann aktiviert werden. Ich bin jetzt weggerufen. So, 50%. Oh, schwierig, ja. Könnte nach hier vorne laufen. Dann vergiftet, oder? Ja. Sehr gut, der ist gleich tot. Ja, hoffen wir doch.
Der Hexenmeister. Die Bogenschützen kommen schon angeflitzt. Ja, gut, aber die kriegt er ja dann auch platt. Also, Yuzen macht ja gegen die sehr viel Schaden. Alter, okay. Der kann was beschwören. Oh, fuck. Alex, ja. Das ist deiner. Aha, ist klar. Ja, oder ich muss nächste Runde mal versuchen, ob ich einen Flächenangriff hinter Yuzen machen kann. Dann wird er nicht getroffen, aber die anderen vielleicht. Hä? Was denn jetzt? Ach, Alex. Alter, war gerade ein Black Screen. Ja, bei mir auch. Das ploppt dann jedes Mal zu ihm, weil er, glaube ich, so weit weg ist. Ja. So, sorry Leute, bin wieder da. Ah, ich komme noch nicht ran. Oh! Wo kommt denn dieser Walk-Begleiter her? Okay. Den hat der eine, der da links steht, also hinter der kleinen. Ist das eine Mauerbrüstung mit dem kleinen Käfig? Der hat die gezaubert. Ach hier. So, ich kann nochmal spurten. Dieser Raak, sag ich mal. Adlerauge Raak. Weiß nicht, wenn du den meinst. Ja. Okay, dann greife ich diesen Begleiter erstmal an, oder? Na, mach doch erstmal den Dreier weg. Vor dir. Den Dreier. Ach so, stimmt. Gut, dann, Ich bin fast da. Dann mach ich den Dreier erstmal weg. Sehr gut. Dann heile ich mich. Dann geht's mir gut. Warte, ich mach. Beende Zug. Der kommt jetzt hochgeportet wieder. Was macht der? Wenn er es schafft, der ist ja besoffen. Oh, der ist noch betrunken, ja. Er überlegt ganz schön lange. Oh, jetzt bitte nicht festgebackt und er beendet seinen Zug nicht, Alter. Das sieht danach nice. Aus, irgendwie. Nee, okay. Nee. Oh, sehr gut. Gut, was hab ich denn noch? Nicht mehr so besonders viel. Könnte ich denn machen, Alter? Ich hab keine Flächenangriffe mehr. Na, wenn ich dann. Wenn ich, achso, ne, rumlaufen kannst du ja auch nicht kommen. Na, ich könnte eine Sache machen, dass ich nächste Runde wieder bessere Zauber machen kann. Oder? Ja, das normale geht noch. Oder? Nee, das ist ausgegraut dann jetzt nicht. Scheiße. Schwierig. Eisfläche bringt Yuzen nicht viel, Säure auch nicht, da läuft er selber rein, na, dann bleibt mir nur wieder Feuer übrig. Na, los. Aber ich muss mich erstmal zu David stellen. Und sieg den Typen nicht. Oh, ist aber schon enge, du. Ja, schöner Grafikfehler, ich war jetzt in der Mauer drin. Mhm. Na gut, mehr Idee erstmal nicht. So, heute ist aber komisch, ey. Packt hier regelmäßig ab, alles. Ach, wieso? Ja, nee, heute ist der Wurm drin. Bei mir ist alles gut. Schön für dich. Gehen wir wieder eure treue Leben, okay. Du streamst ja auch nicht. Das stimmt. Aber dass dein Rechner irgendwie überlastet ist, weil noch was im Hintergrund läuft, wenn er jetzt so einen Affengriff machst oder so? Nee, ich hab schon geguckt. Der hat so eine Codierungsverzögerung irgendwie drin hier bei OBS. Oder so, denn bei den ausgelassenen Frames im Netzwerk, da hast du bei dir dann rot irgendwo die Zahlen, oder was? Ne, das da drunter. Übersprungene Frames. Da, nö, das ist bei mir 0. Ja, bei mir sind's schon aber die 9000. Aber wie viel Prozent sind das denn? Das ist doch nicht mal 1%, oder? 3,5%. Das ist jetzt noch nicht ultra schlimm, aber... Ja. Blöd ist es trotzdem, aber es ist ja alles so eingestellt wie beim letzten Mal, das verwundert mich halt. Ja, das ist halt.
Grafikkarte. Was hat sich geändert? Naja, Update. Kann ja denn eigentlich nur ein Update von OBS sonst noch sein? Und manchmal verstellt er Ditte. Und? Sind hier echt in einer beschissenen Ecke. Da kommt schon wieder angetakelt. Nice. Der spielt auch noch mit? Ja, ja, der ist auch noch da. Ja, ja, mal ab und zu mache ich das mal. Er kommt ja hier nicht klar, deswegen muss ich euch mal helfen. Also ich kann nichts mehr machen. Du kannst die Bogenschützen gerne mal angreifen. Kann ich das? Wenn du Bock hast? Alter, welche killt instant. Nice. Oh, sputten will er auch noch. Mensch, sportlich, sportlich heute unterwegs, der Typ. Hast wohl Müsli-Riegel gegessen. Ich hab von Kraft geträumt. Ich merk schon, mit Fehlschlag und so krass, Dicker. Du hast Eier aus Stahl, auf jeden Fall. Oh, Pfeiler ist schon wieder weg. Ist so unglaublich. Ich hab mich gerade gewundert, warum ich gerade spielen kann. Dann versuchen wir nochmal den Wolf hier anzugreifen, diesen Walk-Begleiter. Oh. Greifst du den danach an, Jusen? Ich würde den auch wieder den Walk-Begleiter angreifen, ja. Cool. Alte Knochen, okay. Tja, Digga. Kriegst du heiße, kriegst du kalte Knochen. Kann keine Trefferpunkte regenerieren. Das ist gut. Ja. Ehe das Ding sich wieder hochbeiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Goblin-Lager am Ende noch so heftig wird. Ja, wir sind doch an Amok vielen vorbeigelaufen. Was hast du denn gedacht? Ja, ein bisschen humaner. Du bist schon so ein Humaner, ja. Bisschen humaner? Fehlschlag. Erklär, Digga, aber ich bin im Kampf raus, Digga, da passiert mir gar nichts. Nix gone. Da bin ich im God-Mode. Giddy, 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 giddy. Von mir aus. Bisschen Quickmire-Attitude. So. Was machen wir denn jetzt hier? Naja, mach halt doch mal irgendwas. Ja, ich kann den gerade so hitten. Du machst den da oben fest, dann hitte ich den da oben, ja. Sind da nicht mehr viele, nur der Zauber da unten sind links, noch mal oder? Drei. Hau rein. Hab ich getroffen, ey. War ein verdammt guter Fehlschlag, ja. Hier ist dich eigentlich nicht mehr. Mann, ey, ich sag doch nur, was Fakt ist. Das war doch nicht emotionsbedingt gemeinsam. War nur ein Fakt. Neutral. Was? Wieso konnte ich ihn jetzt nicht angreifen? Warum ist denn er jetzt weggelaufen hier? Da ist Freude dran. Ja, aber der ist ja aus meiner Range rausgelaufen. Ja, stimmt. Vielleicht hat er einen Glückswurf gehabt. Okay, ich könnte den Walk-Begleiter könnte ich glaube ich töten. Nee, mach lieber diesen Rad fertig. Meinst du, dass du den Walk töten kannst mit 16? Ja. Nee, ich weiß, glaube ich, warum. Du hast unten links, guck mal, hast du dich auf Schwert ausgewählt und dadurch ist er nicht aus deiner Reichweite von deiner Armbrust rausgegangen. Ah, okay. Musst du, glaube ich, vorher umstellen. Ah, okay, cool. Ich kann den töten, den Walk-Begleiter. Zeig mal! Ja, hau den um. Alter, krass, hätte ich nicht erwartet. Alter, einfach pulverisiert. In eine andere Dimension geschickt, den Typen, geil. Den können wir jetzt nicht mehr looten, Junge. Ja, stimmt, du Wichser. Hast du dann getötet da, ja? Ja, jetzt ist noch dieser Zauberer da. Dann macht jeder den Motherfucker da fertig und dann... Let's go. Der ist doch da unten oder ist er jetzt hier oben? Der ist hier oben. Achso. Hast du dich gerade auch teleportiert? Nein. Ich bin nur ultramobil. Ja, ich sputen kann ich nicht, aber ich komme mal ein bisschen näher. Vielleicht packst du es ja nicht alleine. Der hätte meinen 13. So, ich habe jetzt auf Schwert umgestellt. Wenn er jetzt wegläuft, dann töte ich ihn. Mal gucken. Ha, Fehlschlag, Penner.
Was mache ich denn? Was kann Pylorus tun? Kann er auch so einen Feuerball beschwören hier? Nein, das macht mach nicht so. Ja, mach nicht so, mach nicht so. Geh looten. Geh looten, du. Mach nicht so, geh looten, ja. Pyler startet seinen PC neu. Hörst du's? Siehst du's? Riechst du's? Hat er mir ein Dings geschrieben. Achso. In meinen Chat. Ah, ich seh's. Hätte ich vielleicht Oma machen sollen nach dem Grafiktreiber-Update. Achso, ja, das immer ab. Ja, also wenn du ein Grafikkarten-Update machst, immer neu starten. Ja, ich dachte, das hat er aber. Naja, nee, hat er nicht gemacht, wahrscheinlich. Genau. Okay, ich bin dran. So, ich könnte ihn jetzt. Boah, ey, ist ja voll verwirrend. Ich kann ihn jetzt, glaube ich, töten. Nee, kann ich nicht. Soll ich erstmal hingespurtet kommen, oder? Warte doch erstmal ab. Ganz entspannt. Ja! Ganz ruhig, Jusen, ganz ruhig. Atme durch die Hose. Acht, okay. So, warte, ich hab noch einen. Na, schade. War ein verdammt guter Fehlschlag. Fick dich. Konnte jemand mit Kritik nicht lang? Naja, dann hau nochmal weg jetzt. Ich probier's mal. Ja, töte mit der Armbrust. Los. Tu es. Na, siehst du, geht doch. Haben wir es endlich geschafft? Haben wir jetzt geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Sehr gut. Wir quatschen niemanden mehr an.